Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und heute ist wieder Gäste-Time und ich habe einen Gast, der schon diverse Male hier ist, aber man kann ihn, glaube ich, gar nicht oft genug sehen und hören. Läuft auch viel durch die Gazetten. Das ist der liebe Robert Halver von der Baader Bank. Er verfügt nämlich über eine ganz langjährige Erfahrung an den Kapitalmärkten, war Börsenkommentator und ist ja so ein bisschen für mich das Gesicht der Börse. Immer mal wieder da, über Radio, über Fachveranstaltungen, bei Messen, bei Fachpublikationen. Als Kolumnist, er ist eigentlich überall mit dabei und deswegen freue ich mich riesig, dass er heute wieder mit dabei ist. Er besticht natürlich durch sein Markenzeichen, sein Fachwissen und den rheinischen Humor und die unterhaltsame bildhafte Sprache. Und ich freue mich, lieber Robert, dass du heute wieder mit dabei bist und dass ich einen absoluten Experten an meiner Seite habe, der ein bisschen was zu den Märkten erzählen kann. Und ja, vielleicht magst du dich noch ganz kurz ein bisschen vorstellen, falls ich was vergessen habe. Lieber Uli, du hast nichts vergessen. Also danke für die vielen Vorschusslorbeeren. Jetzt kann man sich eigentlich nur noch blamieren, ja. Danke für die wirklich positiven Worte. Das freut mich sehr, ja. Und ja, wer bin ich? Robert Halver, Kapital. Ich leite der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank seit vielen Jahren. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen. Wie heißt bei Loriot, früher war mehr Lametta, aber es müssen wir heute nicht auf den Baum hängen. Sehr cool. Ja, vielleicht starten wir gleich mal rein. Die Märkte sind ja ziemlich weit gelaufen jetzt. 2023 nähert sich dem Ende. Wie ist dein Fazit aus 2023? Hast du ganz gut getroffen? Deine Vorhersagen haben geklappt, ja oder nein? Wie war das Jahr für dich? Ja, haben eher geklappt, definitiv, weil man muss klar immer erkennen, wo Risiken sind, sind auch Chancen. Das darf man nie vergessen. Und das ist ja leider immer das Problem, dass wir Deutsche sind ja, das darf man sagen, ich bin ja auch Deutscher, eher vom Stamme Hasenfuß. Für uns ist das Glas ja immer halb leer. Aber ich denke, da sollte man eine gewisse amerikanische Sichtweise sich an den Tag legen, wo es heißt, das Glas ist halb voll, wenn man sieht, was auch in diesem Jahr ja für Probleme da sind. Ich will ja keine Probleme leugnen, kein Risiko leugnen, keine Konflikte leugnen, ob Nahost, ob Ukraine-Krieg, ob Europa, ob Probleme vielleicht auch in der deutschen Haushaltspolitik, was auch immer. Aber offensichtlich ist ja die Börse immer wieder bereit, durch diesen Nebel des Grauens der Probleme durchzuschauen und die positiven Dinge eben auch zu sehen. Man muss nämlich auch die positiven Dinge sehen, ja. Also das ist, glaube ich, die große Kunst. Und wenn man das beherzigt, ich glaube, da hat man auch im Aktienmarkt Spaß. Das glaube ich auch. Jetzt hast du gerade schon sehr gut über das negative Thema gesprochen. Das ist, glaube ich, allen bekannt, auch das Thema Rezession. Die Inflation ist sie schon besiegt. Die Zinsen sind extrem gestiegen, so wie ja gefühlt noch nie. Jetzt sprichst du gerade über die positiven Dinge. Vielleicht haust du davon mal ein paar raus, weil das Negative steht überall in der Presse. Aber die positiven Dinge, die muss man ja eher suchen. Und mein Podcast ist ja eher für Optimismus gedacht. Insofern, was sind denn Dinge, wo du sagst, hey, die waren in 23 positiv und vielleicht stimmen sie dich auch für 24 positiv? Ja, ich würde es nicht optimistisch, realistisch nennen. Gehen wir die Punkte durch. Nahostkonflikt kann ich negativ sehen, auch positiv. Zum Glück können wir feststellen, dass dieser Konflikt nicht eskaliert und damit logischerweise auch nicht die Ölpreise durch die Decke treibt. Es gibt offensichtlich genügend intelligente Menschen unten, aber auch die da an dem Konflikt beteiligt sind, die keine Eskalation wollen. Es gibt auch die Konfliktparteien, die eine Eskalation wollen, aber sie sind offensichtlich in der Minderheit schon mal sehr, sehr positiv. Das erste Thema. Das zweite Thema, ja, wir haben Rezession, wir haben auch in Deutschland Probleme, das bekommen wir ja jeden Tag auch serviert, aber wir wollen ja auch nicht vergessen, dass ja die Weltkultur sich nicht nur durch Deutschland zusammensetzt. Wir haben ja eine Weltkultur, die auch nicht rund läuft, aber man lebt ja von der Perspektive. Es kommt der erste Börsenkalauer, die Börse bezahlt Zukunft. Wir haben China, die haben eine massive Wachstumsstelle, das darf man auch nicht kleinreden, aber sie tun ja alles dafür, mit billigem Geld, mit Finanzmitteln, aus Haushaltsmitteln, um die Kultur zu stabilisieren, was der Weltkultur zugute kommt. Wir haben auf der anderen Seite der Welt die Amerikaner. Soft Landing, sanfte Landung scheint zu funktionieren, auch weil sie durch massiv Schulden aufgenommen haben, um die Wettbewerbssituation pro Amerika zu gestalten. Die Wirtschaftswelt in Zukunft auch weiter bestimmen zu können, indem sie in Klimaschutz, in Digitalisierung, in Hightech und so weiter investieren, in die Infrastruktur. Das hilft ja auch der Weltkultur. Und das färbt logischerweise auch ab auf Deutschland, auf die deutschen Werte. Wir sind ja exportorientiert, industrieorientiert. Und wenn die Weltwirtschaft läuft, an der wir ja in Deutschland mit unseren gerade auch Werten aus der zweiten Reihe hängen, dann profitieren natürlich diese Werte definitiv auch. Wir haben einen Ukraine-Konflikt, ja, aber ich meine, die Börse ist ja, wie ich immer so schön sage, ein kalter Christ. Wenn wir mal davon ausgehen,
laut Umfragen, dass der nächste US-Präsident eher ein Republikaner wird. Vielleicht auch jemand, dessen Nachname T und beginnen mit P aufhört. Ich bin kein Freund von Trump, um es sehr klar zu sagen, aber jetzt, um es mal realistisch einzuordnen für die Börse. Wenn Herr Trump aber sagt, wir werden den Ukraine-Krieg nicht weiter finanziell unterstützen, spräche das im besten Fall dafür, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Ich hoffe natürlich, dass dann, wenn es Trump werden sollte oder andere Republikaner, dass das genau die Bedingung ist für Putin. Pass mal auf, wir frieren den Konflikt ein. Du kannst dein Gesicht irgendwo wahren, aber es gibt keine Expansionsgelüste deinerseits. Sonst hauen wir auf die Finger. Da wäre natürlich ein großes negatives Thema auch für die Börse weg. Und das habe ich immer gesagt. Wenn dort unten irgendwann mal Waffenstillstand ist, dann würde ich es mit Thomas Gottschalk sagen, wetten das, dann Deutschland in 2 Jahren wieder mit Russland Energiegeschäfte macht? Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Wenn wir die positiven Seiten auch jetzt mal aus 23 nehmen, gucken wir uns mal ein bisschen die Unternehmenszahlen an. Wie ist dein Fazit? Ja, ich meine, das ist immer so bei Berichtssaisons oder bei, wenn die Unternehmensnachrichten bekannt gegeben werden, das ist der alte Trick der Unternehmen, im Vorfeld tief stapeln, damit die positive Erwartung kommt. Klar, wir hatten natürlich grundsätzlich in einem Jahr, das schwer ist, auch keine guten Unternehmenszahlen, aber die Ausblicke sind ja gar nicht so verheerend, wenn man es sieht. Und man stellt ja auch fest, dass insgesamt der Gewinntrend eher in Amerika und Schwellenländer, aber in Europa dann doch ausgelaufen ist und langsam nach oben will. Das ist ja positiv. Die Unternehmen werden natürlich davon profitieren, dass die Weltkonjunktur besser läuft. Natürlich darf man auch die kritische Frage stellen, was heißt das für unsere früheren Vorzeigebranchen in der Chemie, in der Pharmabranche? Da haben wir ja offensichtlich Probleme, wie wir auch in den letzten Tagen, Wochen gehört haben, oder in der Autobranche, wo man sehr klar erkennen muss, dass die Konkurrenz in China offensichtlich sehr stark ist. Ich habe einen Kollegen, der war auf der IAA Mobility, auf der Automobilmesse in München vor einigen Wochen. Der hat in chinesischen Fahrzeugen gesessen und er sagte, Robert, ich sagte das ganz klar, das sind solide Fahrzeuge. Also wir müssen natürlich dann auch vom Industriestandort her ja auch besser werden. Früher waren wir immer schon relativ teuer, was Autos angeht, aber wir waren auch innovativ ganz weit vorne. Da müssen wir wieder hinkommen. Sonst werden eben unsere Konzerne dann weltweit ihre Tätigkeit eher aufnehmen, Produktionsverlagerungen machen, um Kostenvorteile zu nutzen. Aber auch das ist ja für die Unternehmen dann nichts Negatives, weil sie sind ja am deutschen Standort nicht gebunden. Aber natürlich für mich als jemand, der ja Interesse logischerweise an Deutschland hat und an einem Wohlstand, ist natürlich wichtig, dass wir auch wirtschaftspolitisch den Standort hier so hinbekommen, dass er weiterhin mit den anderen mitstinken kann, wie man so schön sagt. Ja, also es geht nicht nur darum, dass Unternehmen hier Geld verdienen und die Börse das honoriert, sondern dass auch der Wirtschaftsstandort natürlich eine Zukunft hat mit Perspektive Wohlstand. Darum geht es. Ich hoffe, dass wir zu so einer Politik wieder zurückkommen. Ja, hoffentlich. Du hast eine Branche gerade genannt, die muss ich kurz aufgreifen. Du sprachst gerade auch über das Thema natürlich neben Chemie über Pharma. Pharma, der ganze Bereich Healthcare, natürlich in diesem Jahr 2023 ziemlich verklopft. Wenn wir mal so an die Pfizers denken, an die Johnson & Johnsons, die Medtronics, da ging es ja doch deutlich nach unten. Jetzt mal mit die USA-Seite nehmen, siehst du für Healthcare und Pharma ein gutes 2024? Oder auch die Frage, woran könnte das liegen, dass das so gelaufen ist? Ja, es war einfach nicht en vogue. Man hat natürlich nach den Corona-Zeiten, wo die entsprechenden Hersteller von Corona-Mitteln natürlich einen Boom hatten, dann sind die natürlich dann eingebrochen, weil einfach Corona sich ja nun Gott sei Dank zurückgebildet hat. Ich hoffe, dass es auch nicht mehr so schlimm wird. Da fehlt da ein bisschen die Fantasie. Und da hatten wir natürlich auch die Situation, dass die Krankenversicherungssysteme weltweit natürlich versuchen einzusparen. Das ist alles sehr teuer geworden. Und andere Themen waren einfach wichtiger. Man hat eher auf die Hightech-Branche gesetzt, man hat eher auf die Zykliker wieder gesetzt, nach dem Motto, da passiert ja demnächst wieder was, die ja viel zu billig geworden sind. Also von daher ist das eine Branche gewesen, die Probleme hat. Aber auch das gehört natürlich immer zur Wahrheit dazu. Es geht immer um die Pharma-Pipeline. Ne? Was ist in der Pipeline drin? Ist die attraktiv genug? Also wenn man ja hört, offensichtlich positive Nachrichten, dass Krebsbehandlungen eben auch vielleicht mit mRNA-Technologie zu behandeln sind, da sind wir noch nicht. Aber wenn das natürlich absehbar ist, wird die Börse das frühzeitig natürlich auch in den Großen einfangen. Aber diese Gimmick, diesen Spirit, den brauchen wir natürlich. Also die Pharmabranche muss wieder rauskommen aus den Kostensenkungen. Was machen die Krankenversicherungssysteme? Was können wir uns überhaupt noch erlauben, wieder mehr
blockbustermäßig wieder unterwegs sein, dann brauche ich mir über diese Branche keine großen Sorgen zu machen. Aber ehrlich gesagt, Uli, mir wäre so ein waschechter Zykliker, ein konjunkturabhängiger Wert im nächsten Jahr lieber. Okay, dann nehmen wir doch mal das Jahr 2024 in Angriff. Was erwartest du, wenn wir mal vielleicht die drei Stichworte nehmen, Wirtschaft oder vier, Wirtschaft, Rezession fällt als eins, Inflation und das Thema der Zinsen. Was wird nächstes Jahr deiner Meinung nach passieren können? Ich habe jetzt der Wirtschaft was gesagt, ich erwarte eine gewisse Stabilisierung. Kein Wirtschaftswunder, ja, überhaupt nicht, aber wir kommen so langsam aus dem, können wir sagen, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich habe es eben ja gesagt, China und Amerika wird das Ganze dann schützen oder nach oben stützen, nach unten absichern, nach oben stützen. Wir werden mehr Schulden machen, auch Deutschland wird mehr Schulden machen, ob mit Notlagen, wie auch immer, mit dem Auflösen der Schuldenbremse. Hier habe ich auch eine klare Meinung. Ich habe immer gesagt, lasst gute Schulden zu. Gute Schulden sind die Schulden, die der Infrastruktur zugutekommen. Also Brücken, nicht nur Brücken oder Straßen, auch die Infrastruktur, die Netzinfrastruktur, vernünftige Energieversorgung zu vernünftigen Preisen, das gehört eben auch dazu, ja, um eben mitstinken zu können, gerade mit Amerika, die uns da ja im Augenblick eine lange Nase zeigen. Das wären dann die positiven Schulden, die das Ganze, wenn sie dann auch gemacht würden und wenn dann eine Opposition dann auch mitmacht, ein Wirtschaftsgefüge wieder heben. Kaputtsparen bringt nichts. Ich sage aber auch, schlechte Schulden machen, also nochmal Sozialleistungen erhöhen. Nicht falsch verstehe, ich habe nichts gegen Sozialleistungen, aber der Leistungsgedanke, der Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht hat, der zu einem Massenwohlstand geführt hat, was kaum ein anderes Land geführt hat, da sollten wir bitte zurückkommen. Ich sage das immer sehr klar. Ich wünsche mir, dass Politiker mehr in Ludwig-Erhard-Bettwäsche schlafen als in Karl-Marx-Bettwäsche. Sehr cool. Was sagst du zum Thema der Inflation? Und damit passen natürlich auch einherkommt die Zinsen. Ja. Wie ist deine Einschätzung? Jetzt sind wir ja bei ungefähr 4% mal angekommen, sind natürlich noch weit weg von 2. Ich habe mal irgendwann gesagt, hey, die werden sich einigen, dass wir nur 2,5 brauchen und das auf der Seite auch ein bisschen hochschieben. Aber wie siehst du das große Spiel? Weil ich sehe natürlich auch im Hintergrund gerade Amerika, was die an Schulden gemacht haben, was noch nicht langfristig finanziert ist. Das können sie heute zu 5% auf gar keinen Fall tun. Also meine Meinung ist ja ein bisschen, wir werden eher Richtung Rezession geprügelt, damit sie dann schlagartig Zinsen weit runterbringen, um dann ihre Schulden langfristig festzumachen. Wie ist deine Einschätzung? Du sprichst die Kraft des Faktischen an, Realpolitik. Amerika ist überschuldet, was ich immer so gerne mache. In der Sekunde, wo ich geklatscht habe, hat sich die amerikanische Staatsverschuldung um knapp 100.000 US-Dollar erhöht. Jede Sekunde. Das kann man mit steigenden Zinsen nicht mehr bewältigen. Wir wissen ja auch alle, dass die Chinesen nicht mehr jede Staatsschuld Amerikas ins eigene Depot nehmen. Wir wissen ja, dass Staatsschulden in der Größenordnung, was sich vor Augen führt, dass Amerika ja seit Beginn der Corona-Krise bis jetzt 10 Billionen neue Schulden gemacht hat. Da bleiben die Spucke weg. Also ist da von der Zinserhöhungspolitik ja ein Ende gesetzt. Jetzt hilft natürlich der US-Notenbank, zur EZB komme ich gleich auch noch, sicherlich die Tatsache, dass die Inflation weiter fallen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch bei der Kerninflationsrate im Frühjahr die 2 auf jeden Fall vom Komma haben. Und das hilft der US-Notenbank, Jerome Powell, dem US-Notenbankpräsidenten, sicherlich erstens die Zinsen nicht mehr zu erhöhen, zweitens das Zinsplateau, das wir erreicht haben, dann ab Frühjahr langsam nach unten fallen zu lassen. Das heißt, ich erwarte 3 Zinssenkungen, vielleicht sogar 4, je nachdem, wie die Wirtschaft läuft, um dann doch die Rezession, wenn sie kommen sollte, zu verhindern. Das heißt, und das entspannt natürlich das gesamte Zinsgefüge, auch was Anleiherenditen angeht. Von daher auch mein Credo, bitte auf die langlaufenden Anleihen setzen, je länger, desto besser, um vom Kurshebel zu profitieren, der dann funktioniert. Am besten funktioniert, je länger Papiere laufen und wenn dann Renditen runterkommen, hebt sich natürlich der Kurshebel. Was macht die EZB? Genau dasselbe. Abziehbild der US-Notenbank, sie weiß natürlich auch, dass die Inflation im Trend dann weiter runterkommen wird, auch wenn die Konjunktur es ja so nicht hergibt. Wir sehen ja zum Beispiel Produzentenpreise, da haben wir ja Deflation mittlerweile. Ja. Das wird sich übertragen dann auch und da können auch die schlimmen, ich finde übertriebenen, sind wir ehrlich, das ist ja meine Meinung, Gehaltsforderungen, die ja wirklich mit Arbeitszeitverkürzung plus Lohnausgleich plus Lohnerhöhung daherkommen. Ich hoffe, dass ich das nie durchsetze, weil damit machen wir unseren Wirtschaftsstandort ja noch unattraktiver. Ich gönne jedem sein Geld, ganz klar, aber
die Leute sollen auch ihren Arbeitsplatz längerfristig behalten. Das ist ja auch wichtig. Aber was ich damit sagen möchte, das wird die Inflation nicht wirklich nach oben treiben. Und aufgrund der Verschuldung auch der Eurozone, wir hören ja von Italien, wahre Horrormeldung, was die nächstes Jahr an Schulden wieder aufnehmen wollen, was man ihnen auch gewähren wird, weil auch Deutschland, der frühere Stabilitätsweltmeister, natürlich selbst jetzt Schulden ohne Ende macht, aufgrund der Haushaltsmiserie und nie auf die Idee kommen könnte, jetzt als im Glashaus sitzen, Steine auf Italien zu werfen, wird man ihnen das auch durchgehen lassen. Die müssen bezahlbar bleiben, die Renditen müssen runter. Die EZB wird sicherlich nicht den Eindruck, den sie in den letzten 2 Jahren erweckt hat oder knapp 2 Jahren, dass sie Stabilitätsanhänger ist, weiter fortsetzen können. Die Zinsen werden auch bei uns senken und das freut natürlich dann auch die Aktionäre, weil der Zins ist ja der klassische große Feind der Aktienmärkte. Deswegen habe ich so intern für mich die Coca-Cola-Aktie auf der Liste für nächstes Jahr, weil wenn die Zinsen deutlich runtergehen, dann werden die Dividenden auch wieder wichtiger für Investoren. Dividende ist ein wichtiges Thema, machen wir uns nichts vor. Und wo du gerade amerikanische Aktien ansprichst, auch da, meine Meinung ist ja sowieso, die Anleger in Deutschland vergessen immer die Dividende, das ist aber falsch. Die Dividenden, die teilweise gezahlt werden, die sind ja erheblich, ja. Und man kann es ja nur zum Beispiel an der Deutschen Telekom herbeten, was Unterschied zwischen der einen Kursentwicklung und was aus der Kursentwicklung geworden wäre, wenn man die Dividende Telekom immer wieder seit Erstemission 96 angelegt hätten. Telekom, ja, das ist man bei über 5%. Ich glaube, von der reinen Kursentwicklung sind es 1,8%. Dividende ist sehr, sehr wichtig. Und du hast Amerika angesprochen, da gibt es 4-mal im Jahr Dividende. Und wenn das Geschäftsmodell stimmt, du hast den Softwarehersteller genannt. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, zum Beispiel von Windeln. Super Geschäftsmodell. Geschissen wird immer. Ja, genau so ist das. Sehr cool. Ja, dann lass uns auf 2024 noch ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Branchen und vielleicht sogar welche Einzelwerte, wenn du das sagen magst, darfst, würdest du so ein bisschen präferieren oder mal zumindest ins Auge fassen? Ist natürlich ganz klar keine Kaufempfehlung. Es ist reine Information, aber ich würde liebend gerne Einzelwerte nennen, auch liebend gern die Einzelwerte, die ich selbst im Depot habe, weil das, was man von mir hört, auch immer 1:1 im Depot bei mir umgesetzt wird, aber compliance-technisch Einzelwerte nennen, leider geht es nicht, aber die Branche nenne ich natürlich sehr gerne. Ich bin großer Anhänger in Amerika nach wie vor von der Hightech-Branche. Die profitiert zunächst mal dadurch, dass die Zinsen runterkommen. Das heißt, die bekommen natürlich dann schon allein vom direkten Vergleich die höheren Weine. Und dann muss man sehr klar erkennen, lieber Uli, das Geschäftsmodell, das ist doch intakt. Wer kommt denn auf die Idee zu sagen, KI, künstliche Intelligenz ist nur so eine neue, wie man in der Händlersprache sagt, ein neues Schwein, eine neue Sau, die man übers Parkett jagt. Ja, nein, das ist, hat ein nachhaltiges, wichtiges Geschäftsmodell, allein durch die Tatsache, dass China und Amerika ja um die Gunst oder um die Pole Position in der Welt konkurrieren. Das wird man auch versuchen, indem man bei KI die Nase vorn hat. Digitalisierung, Ersetzung des Menschen durch die Maschine, das läuft weiter. Aber auch durchaus ein Schwerpunkt im nächsten Jahr. Robert, lass mich aber ganz kurz einhaken auf Hightech, weil natürlich dieses Jahr sind die Big Seven gerannt wie alles, haben die ganzen Indizes hochgezogen. Wenn wir noch ein bisschen unterscheiden, auch Richtung Russell, IWM, kleinere, mittlere. Komme ich gleich. Also, es geht mir aber vor allen Dingen, weil du gesagt, die sind sehr gut gelaufen, die zweite Reihe, die wollen wir auch nicht vergessen. Also, ich sag mal, die Microsofts, die Alphabets, die Apples von morgen, die haben natürlich ganz anderen Hebel. Übernahmefantasie sowieso. Wir haben ja oft genug erkannt, Uli, dass die Großen, die Kleinen, die Konkurrenz werden können, vorher auffressen, bevor sie den Status haben. Das hilft ihnen natürlich definitiv. Aber jetzt kommt es eben auch die Zykliker. Wenn die Weltkonjunktur, die amerikanische Konjunktur sich stabilisiert, dann wird natürlich der deutlich zurückgebliebene Russell 2000, der die Kleinwerte in Amerika umfasst, natürlich auch Aufschwung erleben. Das haben wir ja immer gesehen. Im Augenblick haben wir ja gerade bei den kleinen Werten, auch wenn man die Unternehmen von der Stimmung her sieht, eine miese Stimmung. Wenn das dreht, wissen wir genau, geht das wie Schmitzkatze auch bei den kleinen Werten, bei den zyklischen amerikanischen Werten nach oben. Das Ganze kann man spiegeln in Europa. Gut, wir haben nicht die Hightech-Branche wie Amerika, das haben wir politisch verschlafen. Aber was wir können, sind die Zykliker und die Konjunkturzykliker. Da sind wir auch in der zweiten Reihe sehr gut aufgestellt. Also ich bin ein großer Anhänger eines MDAX, also alles, was Maschinenbau, Elektrotechnik, auch Fahrzeugzulieferer, Chemie angeht im kleinen Bereich.
da ist natürlich der Hebel direkt da, wenn die Weltkonjunktur besser wird, und das macht dann auch Spaß zu sehen. Die sollte man unbedingt haben. Ich würde sogar dem MDAX im nächsten Jahr mehr zutrauen als dem DAX, weil der DAX natürlich auf einigen Branchen, gerade bei der Großchemie, Großpharma und im Automobilbereich schon ein Problem hat. Aber die zweite Reihe, die auch lange Zeit, der MDAX, für lange Zeit den DAX outperformt. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass das im nächsten Jahr auch wieder passiert. Also eine Renaissance Europas mit zyklischen Branchen. Sehr, sehr cool. Ja, wir kommen leider schon ein bisschen zum Ende des Podcasts. Da sind wir noch so gute 20 Minuten zusammen. Was magst du vielleicht den Anlegern noch mitgeben? Vielleicht in Bezug auf den Dezember, der ja vor der Tür steht. Statistisch gesehen ja einer der besten Monate des Jahres. Jetzt sind die Märkte natürlich schon ganz gut gelaufen. Auch wenn wir sie charttechnisch angucken, sind wir natürlich überall so ein bisschen in die Widerstände gelaufen. Wie siehst du den Jahresendspurt und was würdest du den Leuten vielleicht mitgeben? Was ist jetzt noch zu tun? Ja, auf den Jahresendspruch zu spekulieren. Ich glaube schon, dass noch was drin ist, aber darum geht es mir ja nicht primär. Es geht mir primär darum, positioniert zu sein. Man muss, glaube ich, abstrahieren von den schlechten Nachrichten, die jetzt sich besser verkaufen, das wissen wir beide, als gute Nachrichten. Klicks und Quoten sind wichtig und die sind dann erzielbar, wenn es Blut, Schweiß und Tränen gibt. Ja, es ist aber verrückt. Man muss sich einfach eine ich sage es nochmal, eine amerikanische Sichtweise, was Kapitalmärkte, Börsen angeht, auch zu eigen machen. Nicht nur die Risiken, auch die Chancen sehen. Das Glas ist mindestens halb voll. Ich würde mich positionieren in den genannten Branchen, die wir gerade besprochen haben. Auch die Schwellenländer, nicht vergessen, die natürlich auch ein gewisses Prä bekommen, wenn die amerikanischen Zinsen sinken, weil die Kapitalflucht damit abebbt und die Währung sich stabilisieren. Und es gibt da auch genügend Länder, die interessant sind. Indien ist teuer, keine Frage. Hat aber offensichtlich sehr erfolgreich geschafft, in das Vakuum reinzugehen, das China gelassen hat mit seiner Konjunkturdelle. Zumal ja China auch, ich bin kein Freund von chinesischen Aktien insgesamt, weil mir ist da so viel Planwirtschaft, so viel Sozialismus, so viel Kontrolle der KP in Peking dabei. Die sollen das mal ein bisschen etwas ändern. Mehr Deng Xiaoping, sage ich mal. Und ich sehe ja wehmütig, dass auch der jetzige Staatspräsident ja auch mal sehr marktwirtschaftlich unterwegs gewesen ist. Ich hoffe, das kommt wieder, weil eine Wirtschaft kann nicht gedeihen, wenn sie sozusagen gedrückt wird, planwirtschaftlich. Deshalb eher die Inder, eher die Südkoreaner, eher die Indonesier, die Thailänder, und vergessen wir bitte auch Südamerika nicht. Ich mag Brasilien, ich mag die Mexikaner. Die erstgenannten sind rohstofforientiert. Mexiko profitiert dadurch natürlich, dass Amerika immer mehr Produktionsstätten von China vor die Haustür holt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Impuls, dass man das auch nicht vergisst. Und im Anleihebereich die langfristigen Anleihen kaufen, um einfach den Hebel zu nutzen. Und bevor man gar nichts macht, ich wiederhole mich, langfristige Anlagepläne jeden Monat machen, um einfach, das wissen alle, von der Banalität, aber auch der Genialität zu profitieren, dass man einen wunderbaren Durchschnittskurs bekommt. Ja, und natürlich darf man auch mal ab und zu eine Einzelaktie wagen. Das dürfen die Zuschauer eher als ich, muss man jeden Einzelkauf genehmigen lassen von Compliance. So ist eben, wenn man Bankangestellter ist, das sollte man auf jeden Fall machen. Und die positive Grundstimmung, bitte, wenn man sie nicht hat, wieder einen Tag legen. Wir werden auch morgen keine Baumrinde fressen müssen, um es klar zu sagen. Und an der Börse wird sowieso die Zukunft gespielt. Und noch einmal, das Glas ist mindestens halb voll. Absolut. Und wenn du das Thema auch der regelmäßigen Sparpläne ansprichst, nehme ich natürlich gerne auch meinen UMC Strategy Fund mit da rein, weil der liegt ja auch noch bei der Baader Bank, die freut sich darüber. Und dieses Jahr sind wir jetzt bei 24% Rendite, glaube ich, also auch ganz cool. Insofern passt das. Lieber Robert, ich sage vielen, vielen Dank für das wieder mega spannende Interview. Ich finde das jedes Mal wieder herzzerreißend cool mit dir. Ja, vielleicht noch einen letzten Abschiedssatz und dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, lieber Uli, danke für das Interview. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auf zukünftige Einladungen. Ich hoffe, Sie kommen auch. Wichtig ist auch an diejenigen, die uns jetzt zuschauen, bleiben Sie dabei. Haben Sie keine Angst, dass der Aktienmarkt massiv nachgibt. Und selbst wenn es passiert, schauen Sie die Historie an. Jede Schachtel ist ausgewetzt worden, überkompensiert worden. Und mit den Megathemen, die wir besprochen haben, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass es dann beim nächsten Mal anders laufen sollte. Bleiben Sie dabei. Glück auf. Robert Halver. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr meinen Podcast verfolgt. Wir freuen uns natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Und Robert, das kann ich schon zurückgeben.
auf jeden Fall spätestens im halben Jahr bist du wieder mit dabei, weil dann müssen wir darüber sprechen, was waren deine Ideen, was waren deine Empfehlungen. Haben wir recht gehabt, wir Experten, oder sollten wir lieber mal leise sein? Insofern sage ich vielen Dank nochmal an dich und ja, euch allen eine gute Zeit. Schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis ganz bald. Ich danke euch und ciao. Ciao.